Da sind wir wieder bei RTL Schießbein 2005. Und ja, jetzt kommt der zweite Teil. Jetzt kommen auch die ersten Wettkämpfe in der Karriere. Und ich hoffe, es wird euch Spaß machen, zuzugucken. Ja, ich habe ja schon den Springer fertig gemacht. Und jetzt wird einfach erstmal nur wieder Schießbein gespielt. Ja, mit der Schule klappt es auch wieder einigermaßen. Ach, was Quatsch, jetzt über Schule. Ich habe gerade nicht angefangen über Schule. Ach, auch egal. Und jetzt müssen wir eben einmal die Torkalender einstellen. Wir wollen ja auch möglichst schnell in die Nachwuchsliga kommen. Also jetzt in die Amateurliga. Und das bleibt dann hier so, 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 so. Neustadt, Willing, Oberstdorf, Bischofen, Ingebergsbeck. So. Und jetzt nehme ich mir erstmal einen vernünftigen Trainer. Das ist der Österreicher. Nehme ich erstmal zum Anfang. Sprungkraft auf 25. So, dann mache ich hier immer alles auf 25, damit es gleichmäßig trainiert wird. Ist auch noch ganz schön, das gleichmäßig trainieren. Man muss es nur von der Seite sehen. Ja, und ich gehe einfach so ein bestguter Spieler. Ich mache einfach immer solche guten Sprünge. Ich habe auch ein halbes Jahr geübt, bevor ich mit den Let's Player empfange. Ich bin noch jetzt seit einer Woche, glaube ich, auf YouTube. Stimmt das? Ich glaube ja. Ihr könnt ja nachgucken. Und ja, das Video, jetzt geht erstmal an der Kupio. Und ich muss direkt das erste starten, weil es ja unser erster Wettkampf ist. Und da muss man ja immer das letzte starten. Und das auch den Seitenwind. Die Seitenwind hasse ich total. Also mit euch. Mögt ihr den Seitenwind bei diesem Spiel, schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich würde gerne wissen. Und ja, erstmal über die blaue Linie. Und dann mache ich beide erstmal einen Sturz, weil ich da ein bisschen unruhig war. Aber erstmal unter die Top 50 ist mein Ziel. Das wird jetzt. Und ich bin erstmal um den Top 50, dann werde ich schon mal gut. Froh. Und zwar jetzt 10. die Qualifikation geschafft. Und ja, jetzt kommt der erste Durchgang. Und ich starte als 10. bei dem ersten Durchgang. Und jetzt werde ich einen guten Sprung machen, damit ich möglichst gut abschneide bei diesem Sprung. Absprung erstmal. Die Haltung ist auch kein Problem. Und das war erstmal ein guter Sprung. Weil der war richtig weit über die blaue Linie. Und dafür gibt es noch 15 Punkte. Und die guten Haltungspunkte, die sagst du an. Und so bin ich Erster. Und ich bin noch erstmal nach dem ersten Durchgang. Ihr seht schon, ich bin eigentlich schon Amateur. Ja, ich war auch schon in der Profiliga. Habe ich mal zum Üben gespielt. Und da habe ich auch Weltcup gewonnen. Ja, und ich mag einfach Skispringen vom Liebsten. Ich verfolge es auch gerne. Jetzt ja neulich bei der WM haben die Deutschen nach dem Protest WM Silber im Team geholt. Da haben die Norweger Fehlberechnung gehabt. Die sind aus der falschen Buche gesprungen, weil eigentlich aufgeschrieben war. Und ja, ich habe das dann noch ein bisschen noch verfolgt. Also ich habe auch gehofft, dass Deutschland nämlich weiter wird. Und ja, darum wollte ich es auch jetzt playen. Und falls jemand fragt, das ist die PlayStation 2. Ja, weil ich muss es einfach nochmal ausprobieren und jetzt kommen erstmal Powerpunkte verteilen, dann mache ich immer genauso viel wie auf der anderen Seite. 200 Euro kostet mich der Trainer und jetzt will ich, das sind einmal meine Lieblingschancen, weil da kommt man immer beim Absprung so hoch raus, da wenn er aufhört, kann man gut weit einen Rekord spielen. Das mag ich einfach will. Weil ich da auch immer was gewinne, mag der am liebsten. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt jedes einzelne Springen dieser Nachwuchsliga gewinne, jetzt in diesem Nachwuchs-Euro-Cup, da bin ich ganz stolz auf mich, weil er kann dann insgesamt 800 Punkte erreichen. 800 Punkte, das wäre ein neuer persönlicher Rekord, weil mein persönlicher Rekord war 600 Punkte. 6-mal gewonnen und 2-mal 100 Punkte. Das ist mir jetzt einfach peinlich zu sagen, aber warte. Und ja, jetzt machen wir erstmal die Qualifikation. Mach ich. Auf mich aufwind. Oh, Seitenwind, oder? Warte, ich achte mal eben auf den Wind. Schon wieder Seitenwind. Da habe ich doch schon Kupio gehabt. Willach. Und Willach ist genauso Seitenwind. Und ich habe einen super Absprung. Ihr meint, ihr seht, was ich mit der Höhe meine. Muss man dann nur nach unten bringen. Und ihr seht, was ich mit der Höhe meine. Warte, ich zeige dir nochmal eine Wiederholung. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, ob ich die Wiederholung zeigen soll oder nicht. Dann soll ich die dann zeigen. Und ja, und jetzt gucken wir mal. Ich zeige euch jetzt mal die Höhe beim ersten Durchgang. Ihr sagt mir bitte, ob ihr die Wiederholung sehen wollt, ja oder nein. Und jetzt zeige ich euch mit der Höhe. Ihr müsst jetzt genau hinachten. Guckt. Jetzt
kommt erstmal der Anlauf, den mache ich immer ganz gut. Und ja. So, jetzt kommt der Abschwung. Guck mal, was ich für eine Höhe habe. Guck mal, wie hoch. Und das nehme ich mit nach unten und trinke noch die Olivie. Das wäre auch schon mal erfreulich. Erster bin ich. Ja, jetzt habe ich hier 2 Wochen auf Osterferien. Und da werde ich nicht so viel aufnehmen, weil ich da einfach Spaß mit meinen Freunden haben will. Weil ich da nicht so viel aufnehmen werde. Bitte seid mir nicht traurig, aber damit nur alle 2 Tage ein Video kommen. Seid mir jetzt bitte nicht böse, weil wir sind ein Team, also meine Freunde und ich bei YouTube. Und ja, wir wollen auch ein bisschen Spaß haben und da wird nur alle 2 Tage aufgenommen. Versteht ihr bitte? Weil und das wollen wir einfach ausprobieren. Jetzt haben wir wieder gewonnen. Und das war auch das Video für die ersten Dings.